Star Trek. Star Trek. Mathematik. Panna Cotta. Schlechte Filme. Ja, ich sehe ein bisschen so aus und habe auch sehr dicke Füße. Aber, und ich freue mich trotz der Kritiken auf den zweiten Teil. Ja, bin auch dabei. Ja, sind wir beide. Große. Es geht um den Film jetzt. Ach so. Um den Film. Frag nach dem Film. Ich dachte wieder, die privaten, weil vorhin schon immer. Ja, weil es so privat wurde. Ja, Er kommt, der Wichser. Also auch der dritte. Wir sind, es ist in Arbeit. Das ist das Schöne, sagen wir jetzt 20 also Jahre. Ich sehe eine kleine Chance, dass es vor dem Berliner Flughafen fertig wird. Obwohl, es ist, obwohl, wir haben das Kopf an Kopf rennen. Wir haben es auch ein bisschen gekoppelt. Seit wir in Berlin sind, ist es einfach alles sehr gedrosselt. Also Stuttgart 21, Berliner Flughafen, Triple Wix. Ich möchte nicht die Prognose abgeben müssen, was schneller fertig wird. Ich sage eine Prognose und das heißt demnächst. Also 2014 steht jedenfalls momentan der Plan. Fürs Drehen. Fürs Drehen. Genial. Das ist der amerikanische Oliver Welke. Gehört der. Ja, der hat unsere Sendung nachgemacht. Schamlos. Ach, das sind ja Schweine. Die Amerikaner haben einfach stumpf unser Konzept geklaut. Aber der macht es ganz ordentlich. Ja, das ist ja jetzt gekommen. Ich habe französischer Fremdsprachenkorrespondent bin. Hast du schon mal Schnecke gegessen? Nein. Ich auch nicht. Wirklich. So eine möchte Grenze. Ich auch nicht. Sonst esse ich allerlei Glibber, aber jetzt Schnecken. Auch nicht mehr, nein. Aber daher, das ist eins der wenigen Worte, an die ich mich noch erinnere. Hm. Schnecke auf Französisch für alle, die jetzt nicht Fremdsprachenkorrespondent mehr. Das sind ja die meisten zum Glück. Bin ich froh, dass die wieder da ist und hoffe, dass die noch lange läuft. Jeden Freitag 20 Uhr auf Tele 5. Ich arbeite dran. Ich war auch noch ganz zurechtgelegt. Ist noch zu früh. Da warte ich noch, bis ich die 50 überschritten habe. Ja. Was soll von dir bleiben, außer der leicht gedierten Nase? Außer meinen Klamotten, die ich abgelegt habe. Ja. Und wenn ich als Nacktschnecke dem Licht entgegenschubbere irgendwann. Immer den Teller leer essen, ist das Schöne ist, wir haben so viel ja auch gemacht an irgendwie dummem Zeug, was noch ein bisschen hält, wenn es nicht alles vernichtet wird irgendwann. Also daher kann sich das ja jeder selber aussuchen. Ne, da haben wir noch. Und wie gesagt, ist noch ein bisschen Zeit. Ich arbeite noch dran und habe noch einiges vor, damit die Vermächtniskiste voll wird. Aber du kriegst nächstes Jahr beim Comedypreis den Lebenswerkpreis, das weißt du schon. Achso, ja, das ist auch höchste Zeit. Weil es ist sonst gar nicht mehr übrig. Nein, ich fühle mich auch schon so danach. Das merke ich. Also körperlich bin ich bereit für den Lebenspreis. Also, ist in Ordnung.